Damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Trainsmonat 2016. Nicht im Editor, sondern im normalen Fahren. Wir sind auf der Strecke Hagen Siegen V3, einer kostenlosen Strecke unterwegs. Und fahren von Siegen nach Finnentrop. Ab da an ist nur noch Schienenersatzverkehr. Ich nenne es mal zu meinem Vorteil, da muss ich noch nicht weiterfahren. Weil ich bin eben echt nicht so der große Fahrer. Ich kenne mich zwar ein bisschen aus, dass ich Gas geben kann und bremsen kann. Aber so mit der Signalkunde und... Boah, da braucht man mich echt nicht zu fragen. Unser nächster Halt ist dann Welchen Ennest. Ich schätze mal aber, da kommt vorher noch eine wundervolle Ansage. Wir erreichen in Kürze Kreuztal auf Gleis 1 um 15.21 Uhr. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Okay, dann ist doch hier noch erstmal noch ein Halt. Das wundert mich aber, weil in meinem Fahrplan ist es nicht drin. Und wir halten trotzdem. Ja, Fahrt und alles, also das hat gerade wieder wie die Faust aufs Auge gepasst, einfach nur mit der Ansage. Ich wollte eigentlich mal was mit einer Dampflok fahren, aber ich habe einfach... Oh, schön. Ich habe einfach nichts Schönes gefunden. Nervt ein bisschen. Nun, selber was machen, dafür bin ich dann zu faul. Hier ist es drin, aber im Fahrplan so ist es nicht drin. Ja. Es kam schon die Ansage und da halten wir auch hier. So mit den Formsignalen, das wiederum geht ein bisschen. Also, ne? Wenn der Flügel oben ist, dann ist Fahrt. Tür und öff. Serviceblick. Das finde ich cool gemacht. Dass er wirklich in einem Winterszenario hier auch Schnee oben drauf legt. Okay, bei dem Signal ist es zwar jetzt unrealistisch, weil das halt hier eigentlich unter dem Dach fixiert ist. Aber sonst ist es eigentlich cool. Also wir können eigentlich wieder die Türen zumachen, weil wir haben hier halt keinen planmäßigen Aufenthalt. Deswegen ist es alles Zeit, die uns an der Nacht fehlt. So, ist kalt draußen, ne? Es zieht auch beim Anfahren. Setzen uns aber da rein. Schnell können wir denn eigentlich fahren? Also, der Tacho würde bis 140 gehen. Steht hier irgendwo was drin. Wie schnell wir maximal fahren dürfen. Achso, PZB 50. Wir schützen, sehe ich jetzt nichts. Also, der 120, die erreichen wir auf jeden Fall, die wir hier fahren können. Ist das hier schöner? Nee, ist schnell. Eigentlich schnell. Jetzt hat man gerade wieder, wenn ich jetzt F1 drücke, quasi auf den Fahrplan, habe ich einen... Ach nee, das gehe über. In 5 Kilometer, ab da kommt dann die Ansage. Oder irgendwas, schätze ich mal. Ist hier eine Regionalbahn oder eine Regionalexpress? Das ist jetzt gerade meine Frage, das will ich jetzt nicht. Ich habe in der ersten Folge gesagt, wir sind Regionalbahn, aber da wir ja eigentlich an jedem Bahnhof halten, kommt es mir eigentlich auch vor, als wäre man Regionalexpress gerade so ein bisschen.
Na, wer weiß. Ja, von der Umgebung her des Szenarios haben wir jetzt gerade schönen Winter. Kann man hier auch irgendwo ein Datum einsehen, was eingestellt worden ist? Nee. Das würde ja jetzt eigentlich gerade super eben passen für unsere Jahreszeit, wenn ihr jetzt bei euch aus dem Fenster gucken würdet. Aber da sieht's nicht weiß aus, da es viel zu warm ist. Aber um trotzdem ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung hier weiterhin auf Philips zu bringen, fahren wir hier mal im Schnee. Kreuztal-Littfeld. Haben wir da etwa Aufenthalt oder warum wird da mehr hier unten angezeigt? Mal gucken, ob gleich noch eine Anzahl kommt. Hier geht es gerade steil im Berg rauf. Wir sogar gerade Geschwindigkeit verlieren. Ich hatte eigentlich auch mal die Siefer angehabt. Warum? Jetzt, weil mir ist so stinkend langweilig beim Fahren. Wenn ich wenigstens Siefer anhab, da habe ich wenigstens was zu tun. Ich weiß nicht, warum die ausgegangen ist. Wer weiß, ich hatte probiert, die PZB anzumachen und da habe ich hier wild rumgeklickert. Boah. Wer weiß, wo ich da drauf gekommen bin. Hier ist Gehe über, genau. Da wird dann bestimmt eine Ansage oder irgendwas kommen. Aber ich will ja eigentlich nicht spoilern. Also ich weiß es nicht. Habe ich jetzt die Siefer an oder ne? Ich warte einfach mal, bis es leuchtet. Wenn es leuchtet. Wenn bis dahin 5 Minuten vergangen sind, Sinne an. Der nächste Halt ist Welschen Ennest. Einfahrt pünktlich um 15.30 Uhr auf Gleis 2. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Da kam wieder eine schöne Ansage. Okay, sieh was an. Das ist dieses Lämpel. Da drücke ich dann die Leertaste. Und dann habe ich quasi bestätigt. Für die, die sich halt eben auch mit Eisenbahn nicht wirklich auskennen, SIFA ist, jetzt übersetzt, die Sicherheits IFA halt, und das ist die Taste, die muss alle 30 Sekunden mit dem Fuß betätigt werden. In der Hinsicht auf betätigen heißt es loslassen. Da man eben die Füße, die stehen drauf und man muss immer mal alle 30 Sekunden quasi loslassen, dass der Zug weiß, aha, mein Lokführer schläft noch nicht, sondern ist noch wach und bei mir. Wird diese Taste quasi nach 30 Sekunden nicht betätigt, kommt das Licht, danach kommt ein Warnton und danach, wenn bis dahin der Lokführer noch nicht reagiert hat, gibt es eine sogenannte Zwangsbremsung. Das heißt, der Zug bleibt von selbst stehen. Und er kann dann auch, wenn bis dahin der Lokführer aufgewacht ist, nicht wieder zur Fahrt gebracht werden, sondern muss eben wirklich erst zum Stillstand gekommen sein, bis man wieder anfahren kann. Wir sind ja tatsächlich pünktlich. Krass. Ich guck mal, ob ich jetzt einfach mal die Siefer-Taste da mal nicht drücke. Mal gucken, ob wir da am nächsten Warnton hören. Eine Zwangsbremsung will ich mir in dem Sinn dann erst einholen. Ja, wir kommen gut zum Stehen. Hier vorne ist die H-Tafel. H. Wie halten. Ja, wir haben bis offen halt, hä? Bis 30. Na, 2 Minuten. Die Türen sind auf. Ich muss mal hier ein bisschen umgucken. Das ist halt alles
die Texturen auch der Gebäude sind dann eben teilweise den Wetterverhältnissen angepasst. Quasi, dass hier der Schnee auf den Dächern liegt. Dass zwischen den Gleisen der Schnee liegt und so weiter. Ja, Bahnsteig. Ja, das ist dann schon schön. Schönes Signal hier. Auf dem liegt wiederum jetzt kein Schnee drauf. Das wird da irgendwas anderes. Kommt da irgendwas in der Ferne? Nö. Wo ist unser Zug? Jetzt bin ich gerade vorbeigeflogen hier. Man kann halt eben auch eine Zeit schon abfahren. Also man kann es schon. Aber dann kriegt man halt hier keinen Haken angerechnet. Das ist ja auch dann manchmal sowas Schönes, wenn sich irgendwelche Busfahrer oder Lokführer in dem Sinn mal nicht an den Fahrplan halten, dass sie schon mal, wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintritt, dass man mal zu früh da ist, dass die dann eher losfahren. Das ist ja dann auch sowas, was einen dann ankotzt. So, da wir jetzt aber eh hier rumstehen und wir schon wieder bei über 10 Minuten sind, würde ich sagen, was ist das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und sag bis dahin ganz einfach mal ciao.